Hat uns gerade noch zugequatscht und jetzt raschelt was. Das ist seine Kippe. Was raschelt denn hier so? Das ist wirklich seine Kippe. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Da ist Metall drin. Geplündert. Oh, Klopapier. Die Kiste ist offen, aber das liegen gelassen. Das wurde doch nachgefüllt. Bestimmt wurde das nachgefüllt. Allerdings habe ich ja auch das Fass vergessen. Die wurden doch nachgefüllt. Hier wurde Zeug wieder hingestellt, als ob ich das alles hätte liegen gelassen. Nee. Das habe ich gesehen. Wir sind voll außerhalb des Gebiets. Das hier ist ein ganz anderes. Beide Kontrollpunkte haben wir schon. Eine Basis ist hier, eine Abfangmission. USP einmal schon geholt. War das im Bunker? Bei der Antenne? Dies war weit weg. Das wäre die letzte Geschichte. Die Party hört nie auf. Andererseits können wir gerade nicht viel machen, weil halt noch nicht so viel bekannt ist. Nicht so viel. Wir haben zwei Missionen oder zwei Sachen zu erledigen. Die Party hört nie auf und hier unten dann noch Waffe der Wahl. Gut, dann fahren wir einfach mal die Straße entlang und dann kommen wir zur jaranischen Geschichte in etwa. Vielleicht machen wir das inoffizielle Taxi noch. Beim letzten Mal haben wir ja, ich glaube, Panzerung fürs Auto bekommen. Gar nicht eingebaut, aber nicht so schlimm. Was raus? Blödes Schild. Was ist denn hier so rot? Entschuldigung, Dani, das nächste Mal fahre ich das lieber. Komm, losgeschossen, schon weg. Schrott einsammeln aus dem Fenster. Oder auch nicht. Nicht so schlimm. Da helfen wir doch. Leute in Not. Leute wie du brauchen Gesetze und Ordnung. Ich suche mir Deckung. Rüber! Das war ein EMP. Ah, das Radio ist kaputt. Das klingt ja schlimm. Das ist der Dank, was für Drecksäcke. Boah, was kommt denn hier alles an? Der hat uns eine EMP aufs Auto geschmissen, das Radio ging aus und das Auto wollte erstmal nicht weiterfahren, weil Batterie im Eimer. Und die Elektronik halt, auch wenn das Ding, denke ich, nicht viel Elektronik hat. War ein bisschen schon. Ist ja kein E-Auto.
Schon wieder eine MP. Brennt was. Einfach cool bleiben. Wegen der wilden Tiere, hm? Vorsicht. So ein weiter Weg. Oh, was tut man nicht alles für mehr freie Leute, die uns unterstützen? Wenn ich dafür erstmal wieder einen Auftrag aufgeben müsste. Hey, der lebt ja noch. Du willst sterben? Mhm, okay. Kein Problem. So, jetzt aber genug Ablenkung. Ständig anhalten, nur weil hier ein paar Leute vorbeigeschippt werden. Nee. Ist man aus dem Auto heraus nicht... Ziemlich gut! Dass man aus dem Auto heraus nicht reparieren kann. Schade, das wollte ich gerade ausprobieren. Ich habe keine Munition mehr. Gib mal. Oh, 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 mit dem legen wir uns nicht an. Man kann sich auch Munition geben, ist ja interessant. Im Korb. Könnte aber auch ein Zaun sein. Na, wobei. Nee. Eher ein Bahngleis? Wobei, das hört doch eh nicht auf. Wir fahren weiter den Weg und dann bis dahinter fertig. Auch zu massiv. War ich mir erst unsicher. Wollte dann doch die Konfrontation suchen. Und das ging leider nicht gut aus für uns. Zumindest sind wir nicht glücklich geworden. Links mal rüber. Erst rennen, dann Schatzsuche. Erst Schatzsuche. Ja. Geht ja schön flott hier, das ist ein schöner Weg. Sieht das gut aus. Uiuiui. Schöner Himmel. Sind wir jetzt doch beim Rennen gelandet?
Inoffizielles Taxi. Ja. Nicht schlimm. Anstatt mit ihm zu reden, gehen wir ans Telefon. Ein Taxirennen, wie spaßig! Das ist aber. Wir haben keins. Aber das Handling ist ziemlich scheiße. Und räum bloß nicht irgendwelche Häuser, okay? Wo ist mein Taxi? Oh nein! Ich dachte, wir haben einen Quartz. Naja, dann können wir zumindest nicht schnell irgendwo gegenfahren, weil schnell kann das Ding nicht. Und tut's auch nicht so weh. Was? Kommt das denn her? Haben sie irgendwann angestoßen? Ich mache mal das Heck aus. Mir gefällt die Musik sehr, die im Hintergrund läuft. Deine Rauchtöpfe stehen hier überall rum. Dass die keiner weggenommen hat. Die einfach ihre Farbe verändern können. Bordsteinkante ist auch ein Endgegner. Sprungschanze. Da müssen wir noch was einnehmen. Das sieht ganz schön feindlich aus. Weg da, weg da. Durchfahren steht da. Machen wir gerne. Wie lange das noch geht. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Naja, wir waren eh nicht ganz bei der Mission, weil wir ankommen wollten. Aber jetzt fahren wir ja komplett raus. Oh. Da am Rauchtopf. Ein Flieger. Herzlichen Glückwunsch. Das Ziel ist da. Und was bekommen wir? Ein Zaun. Eine Schutzpanzerung. Ein Kinderspiel. Du bist verdammt gut, weißt du das? Falls du mich nochmal beeindrucken willst, melde dich bei mir. Ah, kommt der wie gerufen. Oh Mann, bin ganz schön schlecht gerade. Das muss ich noch ändern. Inoffizielles Taxi. Aufgefüllt? Nicht wieder aufgefüllt. Passt ja wunderbar ins Bild. Oh, wieso muss denn das jetzt explodieren? Ich wollte es doch sehen. Scheibenwischer. Hier ist noch irgendwas. Ja, da sind Leute drin. Nee, keine Leute drin. Können wir also kaputt machen.
Wäre eigentlich ein Witz, wenn die Raketen das nicht kaputt machen könnten. Das wird aber genauso sein. Oh Mann. Immer geradeaus. Das ist so eine, ich sag mal, Kurve mit, nicht Häusern, mit Stein. Wir müssen da in eine Höhle, ne? Ein unterirdischer Club wurde vor kurzem überschwemmt. Ich sollte mir die Höhle genauer ansehen. Vielleicht kann man ja noch etwas retten. Etwas oder jemand. Wirkt noch nicht, als würden wir auf dem Boden sein. Weiter runter geht's aber nicht. Okay, der Eindruck hat getäuscht, weil wir auf dem Stein stehen. Helikopter sind schon cool. Der wirft was ab. Was Nettes. Geh ich jetzt aber nicht hin. Tanzhöhle. Schon eine coole Ecke für einen Club. In der Höhle. Die Party hört nie auf. Meine Freunde, das war's. Das ist das Ende einer Ära. Marchessa hat uns endlich den Gar ausgemacht. Die stürmten in der Mitte meines Sets rein. Haben alle Knarren in die Fresse gehalten. Niemand ist tot, aber falls ihr da noch irgendetwas drin hattet, könnt ihr es vergessen. Scheiße, mein Stick steckt noch in der Kabine. Dumm gelaufen. Was? DJ Bliss? Ist nicht sein Ernst, heißt Bliss. Neue Musik interessiert mich immer. Mal sehen, ob ich diesen USB-Stick finde. Oh ja, Musik, Musik. Durch den Überschwemmten. Das ist schon cool. Die sich hier drin, hä? Was die Lampe hier gerade für einen Schein wirft. Eine eilig verfasste Nachricht. Ich hatte dich um Laserhologramme irgendetwas in der Richtung gebeten und du besorgst mir eine beschissene Disco-Kugel? Das Ding hat mich tausende Kröten gekostet. Ich hoffe, es sieht wenigstens die Leute an. Und macht, dass sie Geld da lassen, sonst hänge ich dich stattdessen an der Decke auf. Und falls du die Verkabelung verkackt haben solltest, dann hoffe ich, dass das Ding explodiert und dich mit in den Tod reißt. Mr. Super DJ, der noch nicht mal im Publikum hat. Manuel. Nix geht.
Da ist Strom, da will ich nicht mit Metall ran. Mit dem Kletterhaken. Klingelt aber auch was. In der Kugel können wir uns festhaken. Okay. Oh, da ist Strom drauf. Im Metall ist auch Strom drauf. Das ist kein Metall, das ist Beton oder davon ist Metall. Oh, da ist Metall. So, und jetzt? Noch mehr Strom. Oh ja, das ist Hammer! Ich liebe diesen Song. Ja, dann mitsingen. Wir müssen irgendwie da ran. Da wird man ja auch irgendwie hochgekommen sein. Hm. Ich muss einen Weg zu der DJ-Kabine finden. Ja, oh, da ist Strom drauf. Hochspringen. Das wird doch nichts. Okay, Dani, hast mich überzeugt. Egal, ob es gerade britzelt oder nicht, da ist ja immer Strom drauf. Da heißt es abwarten sinnlos. Oder der Strom kommt nur wechselseitig an, immer nur in Stößen. Könnte ja sein. Hm. Wirkt viel weiter oben, als würden wir da gar nicht so einfach rankommen können. Der Strom war das, oder? Uah. Ah! Deswegen ist Danny runtergefallen. Kletterhaken wäre hier zu einfach, weil dann würde der Strom keine Rolle mehr spielen. Okay, noch einmal rüber.
ein wenig noch schaukeln. Kann man alles nicht lesen? Schade. Ist gerade irgendwas umgefallen? Den Sprung besser timen. Durchs Wasser, wenn es gerade nicht britzelt, oder wie? Weil der wirklich bloß in Stößen kommt? Ach du Kacke, ich muss ja erst anfangen zu schwingen und fange hier an zu schwingen. Wenn ich jetzt schwinge... Okay, kurz bevor es losgeht. Ich fange jetzt an zu schwingen. Ein bisschen eher. Jetzt britzelt's. Jetzt. Ja. USB-Stick. Ups. Hardware nicht sicher entfernt. Guter Punkt. Oh, ab sofort immer schön neben der Ohr rechtsklick machen. Ansonsten. Oh. Der war richtig gut. Feine kleine Kletter- und Schwung-Timings-Geschichte-Einlage. Immer noch da. Ola, du bist doch neu hier, oder? Nein, schon richtig lange hier. Ich meine, guck mal. Und links aufs Thumbnail, da sind wir schon bei dreistellig angekommen. Ich habe gerade so einen Gedanken, der wäre irgendwie schon cool. Passend zu dem Typen, der explodiert ist, der CB Savage. Stellt euch mal vor, oder der Gedanke, wir spielen hier ein Abenteuer und filmen das Ganze mit einer Bodycam oder so und laden das dann halt immer alle Stunden auf YouTube hoch, wenn das einfach in der Geschichte angesprochen werden würde. Hey, ich habe deine neueste Folge gesehen. Gestern hast du ja ganz schön hier das und das gemacht, wenn man das direkt ansprechen würde. Wäre schon irgendwie cool, ist jetzt aber auch kein Muss. Aber der Gedanke kam gerade eben auf. Na. Das alles, was man hier sieht und macht, wird aufgenommen und hochgeladen und dann sprechen die Zivilisten einen darauf an. Hey, die FND-Basis, die du hier gestern eingenommen hast. Das war ziemlich cool. Hier haben wir nochmal ein Stadion, oder? Ja. Ach, hier sind wir. Stimmt, wir waren ja nicht weit weg. Da oben... war ja das Rennen und auch die iranische Geschichte. Und hier ist der Sonnemann wieder. Wir haben bisher nur eine Sache. Ist das schlimm? Später mehr. Spuckt ja auch noch.
Immer noch nichts Neues. Jetzt haben wir sogar schon die jadanische Geschichte gemacht. Und sogar das Rennen. In einem Konvoi jage ich jetzt nicht hinterher. Einen Kontrollpunkt haben wir nicht mehr. Da bekommt man ja ab und zu mal Sachen mitgeteilt, was hier in der Gegend los ist. Eine Geschichte, eine Schatzsuche. Hier fehlt noch das Autorennen. Haben wir das hier auch schon? Auf der Karte? Nee, sieht nicht so aus. Ich muss ein bisschen hochgucken. Nee, haben wir noch nicht entdeckt. Kryptogrammakisten, eine. Hier könnten wir nochmal da hinten in die Ecke fahren. Hier ist auch noch ein ganzer Bereich unentdeckt. Nehmen wir doch die Libertad-Kiste mit. Wir müssen nach links und dann über die große Kreuzung an der Brücke direkt da, kurz danach. Fahrbarer Untersatz. Schlüssel steckt. Fahr die Kiste. Fährt denn da? Das Licht kam aber spät. Also man hat den Kegel gesehen, den Lichtkegel, aber das Licht an sich kam erst ganz schön spät ins Bild. Gerade ein Laser. Keine Markierung hier. Das war doch direkt an der Brücke. Wahrscheinlich darunter. Warum, Danny, kannst du dich da nicht festhalten? Ich weiß, früher, Far Cry 3 einfach an, hieß eine Ranken, da kannst du dich festhalten. Aber das ist absolut unverständlich. Das ist ja sogar auf Nasenhöhe, einfach hochklettern. Muss doch nichts wegschießen, zumal das nicht geht. Hätte jetzt auch so funktioniert, trotzdem wäre es intuitiver. Schmarotzer-Jeans. Klingt ja super. Wenn man da einfach hochklettern könnte. Da sollte Ubisoft die Entwickler mal mehr Dying Light spielen lassen. Oder Mirror's Edge. Da war schon wieder ein Laser. Oder aus dem eigenen Haus. Funktioniert bestimmt gut. Assassin's Creed. Ah, ein Konvoi vor der Nase, das war rechts von uns. Ich fahre ja mal in die Prärie rein. Einfach links halten. Ja, da müssen die Scheiben mich angehen. Hoppla. Nicht, dass uns das Auto hier absäuft. Bewässerungsanlagen, die können gerade Feierabend machen, es regnet. Apropos Feierabend machen, wenn ich so weiterfahre, dann bleiben wir im Wasser im Sumpf stecken.
Naja, geht's nicht nach rechts. Uch. Wir rollen runter. Ah, nein! Scheiße. Entschuldigung, Auto. Hä? Wo ist denn das Fahrzeug hin? Oh, ist auch runtergerollt. Handbremse nicht gezogen. Ich wollte ja bewusst... ich dachte, ich gehe drauf und renne vors Auto. Nicht angreifen. Mach gar kein Landegeräusch. Ich selbst wollte das Auto ja rollen lassen, weil ich dem hinterher wollte. Und jetzt haben wir den Salat. Die beiden tollen Autos sind weg. Das eine ist sicherer. Kugel sicherer, das andere ist ziemlich flink. Und klingt verdammt cool. Anhalten. Hinten wäre noch eine Kiste wieder an der Brücke. Ist das eine Brücke? Mal gucken, beim Guerillapfad. Scheibenwischer von oben. Boah, wie lahm die Karre ist. Schlimm. Da kann man nicht gut Verfolgungsjagen. Kommt der denn wieder her? Gut, der könnte im Auto liegen, das kann ich jetzt noch verstehen. Wenn ich mal kurz etwas länger drüber nachdenke. Oh, schon vorbei. Straßenchirurg Kittel. Das ist aber eine Hose. Wir werden unser Auto nochmal rufen, aber wir werden in der nächsten Folge erst weitermachen. Und in der Zwischenzeit lassen wir uns nicht umbringen. Da passe ich auf uns auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Nee, es war kein Soldat, ansonsten hätte ich jetzt geschossen.